Hallo. Wenn man mit Computern arbeitet, stößt man früher oder später auf irgendwelche Probleme, zum Beispiel weil eine Software sich nicht so verhält, wie man das erwartet, oder weil man eine Funktion nicht versteht oder sie nicht findet, und dann muss man irgendwie weiterkommen. Viele Leute geben dann einfach auf. Das finde ich allerdings keine akzeptable Lösung, denn dann wird man ja nicht besser und dann wird man mit dem nächsten Problem wieder nicht fertig. Eine andere Möglichkeit ist, sich Schritt für Schritt selber kompetent zu machen, indem man lernt, wie man sich Software selber erschließt und wie man mit solchen Problemen umgehen kann. In diesem Video will ich dir ein paar Schritte erklären, wie du dabei vorgehen kannst. Eine Voraussetzung ist, dass du bewusst und bedacht mit dem Computer arbeitest. Wenn man wild 3, 4, 5 Buttons hintereinander klickt, ist es sehr schwer, hinterher nachzuvollziehen, welcher Button nun was gemacht hat. Wenn man jede Fehlermeldung sofort wegklickt, sobald sie erscheint, wird man nie verstehen, was der Computer einem mitteilen wollte und was vielleicht das Problem ist. Das heißt, du musst dir angewöhnen, bedacht Fehlermeldungen zu lesen, Menüs zu lesen, die Buttons genau anzuschauen und dir zu überlegen, was du jetzt gerade getan hast und was die Meldung, die der Bildschirm dir vielleicht gerade ausgibt, bedeuten könnte. Nur dann hast du eine Chance, nach und nach mehr zu verstehen und besser zu werden. Der erste Schritt, um mit Programmfehlern oder Programmproblemen klarzukommen, ist die Softwarehilfe. Fast jedes Programm bietet eine Hilfe an. Auch viele Webprogramme, wie zum Beispiel Blogsoftware oder Wikis, haben irgendeine Hilfefunktion. Das wäre immer der erste Punkt, an dem man nachschaut. Man gibt also die Funktion ein, die man gerade benutzen möchte, und schaut, ob es dazu einen Hilfeeintrag gibt. Wenn man in der Softwarehilfe nicht fündig wird, dann sucht man mit einer Suchmaschine. Wiederum gibt man den Programmnamen ein oder die Software, die man gerade benutzt, und versucht, die Funktion, um die es geht, mit 2, 3 Begriffen möglichst gut zu umschreiben, um dann in den Treffern vielleicht Hilfe zu finden. Möchte man eine Funktion von Grund auf lernen, kann es sinnvoll sein, sich Tutorials, also Anleitungen, anzuschauen. Die gibt es oft in Form von Texten, Bildern oder auch in Form von Videos. So kann man zum Beispiel auf YouTube alles Mögliche zu jedem nur erdenklichen Programm lernen, wie man einen Filter benutzt in einer Grafikbearbeitungssoftware oder wie man ein Wiki installiert und so weiter und so weiter. Man geht also auf YouTube, gibt den Softwarenamen und die Funktion ein, die man suchen möchte, vielleicht noch mit dem Begriff Tutorial dazu, und dann wird man ziemlich sicher vieles finden. Manches davon ist von nicht besonders guter Qualität, aber vieles ist auch sehr gut, sodass man viel dabei lernen kann. Ist man mit all diesen Möglichkeiten nicht weitergekommen, gibt es noch eine weitere. Für viele Softwareprogramme, gerade im Open-Source-Bereich, gibt es ein Forum, was die Software begleitet sozusagen, wo sich die Leute treffen und Fragen austauschen können, die diese Software verwenden. So ein Forum ist dann also ein guter Anlaufplatz, um seine Frage loszuwerden. Allerdings gelten in diesen Foren, die ja nichts anderes als virtuelle Gemeinschaften sind, bestimmte Regeln, und wenn man unerfahren ist, kann man da viel am Anfang falsch machen. Daher möchte ich jetzt im Folgenden ein paar Punkte aufzeigen, auf die du achten solltest, wenn du dich in einem Softwareforum um Hilfe bemühst. Wenn du in ein Forum kommst mit einer konkreten Frage, muss der erste Schritt immer sein, das Forum nach Antworten zu durchsuchen. Wenn es eine grundlegende Frage ist, ist sie sehr wahrscheinlich schon mal gestellt worden und wurde wahrscheinlich auch schon mal beantwortet. Die Leute, die in einem Forum Antworten schreiben, sind dort in der Regel freiwillig und unbezahlt. Das heißt, sie wollen nicht ihre Zeit damit verschwenden, Dinge zu beantworten, die schon 5-mal beantwortet worden sind und die man durch eine einfache Suche im Forum hätte finden können. Sei also höflich und respektvoll, indem du zunächst mal deine Hausaufgaben machst sozusagen und nach einer möglichen Lösung suchst, bevor du die Frage erneut stellst. Wirst du nicht fündig und möchtest du deine Frage stellen, musst du dich in aller Regel in diesem Forum registrieren. Das heißt, du musst einen Benutzeraccount anlegen. Dabei solltest du auch schauen, ob es irgendwo bestimmte Forenregeln gibt, die ausgewiesen sind. In manchen Foren ist es zum Beispiel üblich, sich grundsätzlich zu duzen, oder es ist üblich, sich beim ersten Post kurz vorzustellen. Das sollte man wissen, bevor man loslegt, damit man einfach in dieser Gemeinschaft nicht unhöflich auftritt. Wenn du dann deine Frage formulierst, solltest du das möglichst detailliert tun. Das heißt, du gibst an, wie genau sich dieses Problem äußert, das du hast. Du beschreibst, was du
tust, um an die Stelle zu kommen, bei der der Fehler auftritt. Du gibst auch an, was du schon an Lösungsmöglichkeiten ausprobiert hast und was dabei herausgekommen ist, sodass derjenige, der deinen Post liest, möglichst exakt nachvollziehen kann, was dein Problem ist. Das ist auch wieder eine Form von Respekt vor der Zeit dieser Leute, dass du nicht irgendeine sehr vage Frage stellst, um dann den anderen im Nebel stochern zu lassen, sondern dass du zeigst, ich gebe mir alle Mühe, die ich aufbringen kann, um das Problem so weit einzugrenzen, dass eine Antwort auch möglich ist. Wenn du deine Frage stellst, solltest du zum Beispiel auch angeben, welche Software du genau verwendest, welche Programmversion vielleicht. Wenn die Software auf dem Desktop installiert ist, dann solltest du angeben, welche Betriebssystemversion du verwendest, sodass also möglichst viele Details bekannt sind. Wenn du dann anschließend um Hilfe bittest, sagt man in der Regel auch schon mal gleich Danke im Voraus, denn das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand deinen Post als freundlich und hilfesuchend empfindet, und dann gibt man auch viel lieber Antwort, als wenn man das Gefühl hat, man hat es mit jemandem Unhöflichem zu tun. Damit du mitkriegst, wenn jemand antwortet, solltest du den sogenannten Thread, also den Diskussionsverlauf, den du damit gestartet hast, abonnieren. In manchen Foren passiert das automatisch, wenn man einen Post schreibt. In manchen muss man explizit ein Häkchen setzen und sagen, jawohl, ich möchte das abonnieren. Das heißt, dass du eine E-Mail bekommst, wenn jemand antwortet, und damit du das auch mitbekommst. Wenn dich die Antwort weitergebracht hat, wenn du also das Problem mit der Antwort lösen konntest, dann solltest du nochmal zurückgehen ins Forum und das auch dort so dokumentieren. Das heißt, du schreibst nochmal eine Antwort auf die Antwort, die du erhalten hast, und sagst, jawohl, das hat mein Problem gelöst, vielen Dank dafür. Das dient einfach dazu, dass wenn jemand anderer später diesen Thread liest, dass er nachvollziehen kann, dass dieser Lösungsvorschlag tatsächlich zum Ziel geführt hat. Wenn die Lösung nicht erreicht wurde mit der Antwort, dann kommst du wieder zurück und schreibst wieder auf, was bei dieser Lösung herausgekommen ist, wo weiterhin das Problem liegt, und bittest vielleicht erneut um Hilfe. Es kann ja auch sein, dass du die Lösung selber findest, ohne dass jemand antwortet. Auch dann solltest du dir die Mühe machen, nochmal ins Forum zurückzugehen, um zu dokumentieren, wie du nun zur Lösung gekommen bist. Erinnere dich, dass du am Anfang vielleicht eine Websuche durchgeführt hast, auf der Suche nach deiner Problemlösung, und oft sind solche Forenbeiträge in dieser Websuche zutage gekommen. Wenn du also nicht dokumentierst, wie dein Problem gelöst wurde, dann verwehrst du anderen die Möglichkeit, durch so eine Suche wieder zum Ziel zu finden. Wenn du mit der Zeit viel Erfahrung und Kenntnisse mit einer Software gesammelt hast, solltest du auch überlegen, ob du vielleicht selbst in einem Forum aktiv werden könntest, um den neuen Nutzern vielleicht ein bisschen was zurückzugeben und ein bisschen dem Netz sozusagen die Hilfe zurückzugeben, die du vielleicht selbst als Neuling erfahren hast. Der erste Schritt wäre also die Softwarehilfe, der zweite wäre eine Websuche nach den entsprechenden Funktionen. Wenn du eine Funktion ganz grundlegend lernen möchtest, schaust du dir vielleicht ein paar Tutorials an, und wenn das alles nichts hilft, suchst du nach einem Forum, wo du deine Frage stellen kannst. Du kümmerst dich vorher um die Regeln dort, das nennt man manchmal auch die Netiquette. Das ist eine Zusammenziehung von Netz und Etikette. Damit ist nicht das Etikett, sondern die Etikette gemeint. Die Etikette meint die Sammlung von Höflichkeitsregeln, die irgendwo gelten. Also du beachtest die Netiquette in diesem Forum, gibst möglichst viele Informationen zu deinem Problem, sodass jemand, der die Antwort geben könnte, möglichst viel darüber weiß und die Antwort dementsprechend möglichst exakt ausfallen kann. Und wenn das Problem damit gelöst wird, dokumentierst du diese Lösung im Forum, damit andere, die nach dir kommen, diesen Lösungsweg wieder nachvollziehen können. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wenn du diese Schritte einhältst und diese Praktiken regelmäßig durchführst, dann wirst du immer besser und immer kompetenter werden im Umgang mit dem Computer, und du wirst früher oder später auch an einen Punkt kommen, wo du merkst, dass vieles, was dir vielleicht früher rätselhaft erschien, gar nicht mehr so rätselhaft ist. Und das gibt immer ein sehr gutes Gefühl, weil man damit merkt, dass man die Werkzeuge nun beherrscht und nicht nur im Nebel stochert und darauf hofft, dass nichts schief geht. Viel Erfolg dabei!